Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Bauvideo, liebe Freunde. Ich befinde mich immer noch, wie ihr sehen könnt, im Open-End-Livestream. Der Chat ist auch unter mir fleißig am Start. Und wir haben trotz Open-End-Livestream und das auch nicht unbedingt Bau-Livestreams waren, immer wieder mal zwischendurch weiter an der Main-Hub gearbeitet. Und es ist viel passiert, Freunde. Es ist sehr, 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 sehr viel passiert. So sieht das Ganze hier aus aktuell. Wir müssen natürlich noch ein bisschen hier links und rechts was machen, ne? Aber so sieht unsere Main Hub aktuell aus. Und was ich jetzt letztens gemacht habe, ist, ich bin hingegangen und habe hier in der Stadt schön weiter ausdekoriert. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch, dann könnt ihr das Ganze auf euch wirken lassen. Ich habe hier ganz, ganz viel Liebe reingesteckt. Zum Beispiel habe ich hier so einen kleinen See mit so einer Seerose gebaut. Ja, dann habe ich hier so einen Händlerwagen gebaut. Hier sollen Händler hinkommen. Und hier habe ich dann einen Bonsai-Baum noch gebaut, damit das hier nicht zu leer aussieht. Da hängen dann auch hier schön diese Windspiele dran. Dann hat Jonas hier mit Expector, Hector und den anderen sehr, sehr fleißig das ganze Terrain weiter geformt. Und ich habe mich dann auch hier so ein bisschen der Seite hier angenommen und das hier auch nochmal schöner gemacht alles. Und hier zum Beispiel so kleine Windräder gebaut, die wollen wir jetzt überall hier noch verteilen. Die sollen so ein bisschen für Atmosphäre sorgen. Dann haben wir hier halt quasi den Kosmetikladen. Da kann ich mich auch mal reinstellen. Dann seht ihr auch schon mal die Perspektive, wenn man jetzt hier so guckt. Also so werdet ihr ja euren Charakter dann sehen, ne? Und dann links sieht man richtig schön, da habe ich so einen Bonsai-Baum gebaut. Und dann hängen da auch noch mal so Windspiele, dass man das alles richtig schön sieht, ne? Also ich finde, die Main Hub, die geht auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung. Und vor allen Dingen kriegt ihr hier jetzt auch immer mehr ein klares Bild davon, was wir hier vorhaben. Und wie sich das Ganze entwickelt. Und ich finde es einfach wunderschön. Ich finde, das ist so eine schöne Main Hub. Da sieht man auch richtig, mit wie viel Liebe hier gearbeitet wurde, ne? Hier wird übrigens auch noch Wasser draus. Da hatten schon einige gefragt. Also das Glas wird noch replaced zu Wasser. Das sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Also hier ist sehr viel Liebe reingeflossen auf jeden Fall. Ich bin auch sehr stolz aufs Bauteam, dass sie das so krass durchziehen. Und so eine schöne Hub hier bauen. Ich denke mal noch so 1,5 bis 2 Wochen, dann wird das Ding schon sehr, sehr weit fertig sein. Und ja, ihr solltet ja sowieso den nächsten Fauna-Test begutachten können. Und gleich kommt Master Max dazu und vielleicht noch andere Leute aus dem Bauteam. Und wir wollten heute versuchen, auf jeden Fall ordentlich reinzupushen. Wir haben ja letztes Mal festgelegt, ne, hier soll dieser riesige Kopf hin, wo Tanky the Tank quasi seine Werkstatt drinne hat. Hier hinten soll ja ein Dojo hin. Hier soll noch so ein asiatischer Leuchtturm gebaut werden. Hier hinten soll ein Badehaus gemacht werden. Bei dem Badehaus hatte ich auch schon eine richtig coole Idee. Ist jetzt natürlich erstmal nur Zukunftsmusik, ne? Und das soll irgendwann nach Release kommen. Es hatten Leute schon mal gefragt, wenn Tag-Nacht-Wechsel in der Main Hub ist, ob zum Beispiel auch es Händler gibt, die zu bestimmten Uhrzeiten dann da sind. Das fand ich persönlich ein bisschen langweilig, dass wenn einfach nur Händler kommen. Meine Idee ist, vielleicht kennt ihr ja alle den Anime Chihiros Reise ins Zauberland, dass es hier auch so ein Badehaus gibt und je nach Tag und Uhrzeit kommen da zum Beispiel andere Götter und mit denen muss man quasi Freundschaften knüpfen, indem man Bedürfnisse erfüllt, ne? Sei es irgendwie, keine Ahnung, die wollen irgendein bestimmtes Kräuterbad, ihr kriegt ja eh Materialien im Spiel. Mit den Materialien könnt ihr dann zum Beispiel im Kräuterbad, also in dem Badehaus, dann ein bestimmtes Kräuterbad herstellen lassen. Oder ihr könnt zum Beispiel bestimmte Essenssachen holen oder so. Die haben dann halt irgendwie so Bedürfnisse, die wollen irgendwas essen oder so. Und ihr könnt jeden Tag bei denen immer wieder Sachen erledigen, ne? So ein bisschen Stardew Valley-like. Und dann freuen die sich mit euch an. Und wenn ihr eine hohe Freundschaftsstufe habt, dann könnt ihr bei denen Sachen kaufen. Ne? Ist so eine Idee für nach dem Release, was man reinbringen könnte. Aber da müssen wir mal schauen. Das wird eh dann auch so ein bisschen Stuff sein, den man sich erspielen muss erstmal. Aber ansonsten bin ich echt sehr, 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 sehr zufrieden. Also wir kommen mit der Hub auf jeden Fall sehr gut voran. Und ja, auch entwicklungstechnisch läuft es richtig gut. Wir hatten jetzt schon einmal verbesserten Belohnungen in Bad Wars drin. Also da ist das schon gerebalanced. Das habe ich auch mit Leuten getestet, die nicht so gut sind in Minecraft. Und die haben alle gesagt bis jetzt, dass das super motiviert und Spaß macht, so wie es jetzt ist mit den Coin-Belohnungen. Weil man wirklich fair Coins bekommt für die Zeit, die man dann in der Runde überlebt und spielt. Und ja, da könnt ihr euch ja dann spätestens auch im Fauna-Test ein Bild von machen. Bin ich auf jeden Fall sehr guter Dinge. So. Also Master Max hat jetzt hier den Tanky the Tank-Kopf gebaut. Der wird jetzt hier gleich reingepastet. Richtig. Ich mache das dann können jetzt so auch mal die Leute auf YouTube das sehen. Ich nehme das jetzt schön auf, wie der jetzt reinkommt. Die haben den noch gar nicht gesehen. Deswegen, ich lasse den Bildschirm so, Leute.
Und er wird jetzt hier jeden Augenblick erscheinen und dann seht ihr das erste Mal das Haus von Tanky the Tank. Bam. So fett, den einzupasten. Nee, ist richtig gut. Der sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Gefällt mir. Ja, ich würde sagen, den Weg jetzt ein bisschen anpassen und dann... Könnt ihr den nicht noch ein ganz kleines Stück hinter oder ist er dann im Berg drin? Nee, ich könnte den durchaus noch ein bisschen nach hinten setzen. Der könnte noch was nach hinten, ja. Ja, dann machen wir den mal noch ein bisschen nach hinten. Dann können wir sogar noch Tanky the Tank einen kleinen Vorgarten geben. Kann sogar noch ein bisschen. Ja, so. Ja, noch ein bisschen. Ja. So. Oh, jetzt ist Ticken zu weit. Nee, das kloppe ich ab von Tara. Das okay. Ich dann ab. Machst du? Gut, perfekt, dann lass ich das so. So, dann mal schauen. Ja. Vor allem das Nice ist, wenn man jetzt hier läuft, ne? Man sieht einfach sofort, dass das was Besonderes ist. Ja, vor allen Dingen, selbst wenn du durchs Tor kommst, wirst du den sehen hier. Ja. Du gehst hier durch, kommst an den Statuen vorbei und zack, siehst du, da ist irgendwas. Ja, genau. Ja, nice. Max, kannst du mal kurz herkommen? Was hältst du denn von dem Weg hier nach oben, dass man hier zu diesem Leuchtturm hinterkommt? Cool. Ja, das ist cool. So, und dann noch für die Leute hier auf YouTube. Das wird hier gerade auch gebaut. Hier, das Szenario. Das sieht schon so aus. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stabil dabei. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, wir powern jetzt richtig rein. Bam, let's go. Max, schieß nochmal einen Server ab, komm. Das sieht schon richtig, richtig schick hier aus. So, das wird langsam. Ja, das steht schon mal. Wieso kaputt denn den Dings mit der Mike? Ist echt beeindruckend, wie das inzwischen aussieht, wenn man bedenkt, mit welcher Vorlage das gestartet ist. Achso, du meinst jetzt hier hinten die Vorlage hier, wo Master Max und ich geplant hatten hier, die hier. Wir lieben dich, Master Max. Ich liebe mich auch. Meint ihr die hier? Ich. Wieso, ich finde unsere Vorlage ist ganz geil. Ich finde auch der Schlangendrache sieht gut aus hier. Ist es selbst, der sieht zwar ein bisschen aus wie ein Wurm, der Schlangendrache, aber ich finde den gut. Ja, so ein riesiger Regenwurm durch die Luft ist auch geil. Es macht mir schon Angst. Schimmer mit. So ungefähr? Von der Länge? Gerade? Ja, na vielleicht eins. Ich bin aber sehr zufrieden, was wir heute hier geschafft haben mit Tanky the Tank. Das sieht schon richtig schick aus. Hinten den Baum. Kevin, stell dich mal ins Cosmetic-Teil rein. Ja. Ich habe zwar das Coloring so grob gemacht von vorne. Das sieht jetzt ganz anders aus. Ja, jetzt wirkt das auf jeden Fall auch nochmal anders. Ja, wie gesagt, vielleicht sollten wir mal einen größeren Stream noch hierfür planen, bevor wir die Skyzone Pre-Up machen. Dann kriegen wir das hier auch in einem Rutsch relativ schnell durch. Also ich denke, wenn wir einmal so ein 8-Stunden-Ding machen, wir müssen ja keine 12, wenn wir 8 machen, ich glaube, wenn wir 8 Stunden machen, dann kriegen wir hier oben alles fertig bei der Stadt. Kriegen wir so gut wie alles fertig, definitiv, denke ich auch. Also so ein 8-Stunden-Stream definitiv können wir definitiv machen. Das wäre vielleicht ganz nice, wenn wir das dann davor schieben, vor der Pre-Hub. Weil dann ist Lars nochmal da und dann hat der den Plan auch. Weil hier haben wir den Plan, hier können wir das durchziehen. Dann lass das alternativ einfach dann machen. Ja, die Leute auf YouTube, die werden sich bestimmt auch freuen. Müssen wir halt nur gucken, also wann wir das am besten machen. Ja, das schreiben wir. Müssen halt nur gucken, dass wir es am besten... So schnell wie möglich machen, ja. Ja, also am besten wäre natürlich, wenn es dieses Wochenende klappen würde. Nächstes könnten wir es zur Not auch noch machen. Aber wir müssten nächstes Wochenende dann mit dem Stream quasi die Main Hub größtenteils abschließen, weil wir wollten eigentlich zu übernächste Woche ein Video für Trimax machen, wo wir die Hub auch zeigen werden. Ja. Und da sollte die schon weitestgehend fertig sein. So, okay, Leute, wir haben heute einiges geschafft wieder. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende. Trotz, dass wir kleine Probleme hatten, haben wir jetzt hier das Haus von Tanky the Tank fertig. Das ist jetzt quasi hier wie so ein Roboterkopf. Da wird der drinne wohnen. Das muss noch eingerichtet werden. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber wir haben jetzt schon mal hier draußen so ein bisschen das ganze Train gemacht, die ganze Deko. Hier ist auch noch so ein Rad jetzt. Ne? Hier habe ich schon mal so ein bisschen meine Windräder hinplatziert, probehalber. Dann ist hier hinten jetzt noch der Baum dazugekommen neu. Der wurde jetzt noch gemacht hier. Das muss auch noch alles gecolored werden. Also hier ist auf jeden Fall noch eine Menge, was getan werden muss. Wir haben aber auch schon, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, jetzt in Planung, dass wir einen größeren Livestream nochmal machen, wo wir uns dann hier so 8 Stunden hinhocken und versuchen, das durchzuballern alles. Es ist halt enorm viel Arbeit. Also die Jungs haben hier mit dem Terrain schon sehr viel Arbeit geleistet. Das ist sehr, 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 sehr viel zu tun. Ihr seht ja es auch gerade, Jonas ist jetzt gerade hier noch die ganzen Grasflächen am Machen oder Moos. Aber hier diese ganzen Formen, das muss alles per Hand gemacht werden, größtenteils. Aber wenn man jetzt mal hier so hoch geht, dann sieht man das schon. Das sieht schon echt zauberhaft aus. Sehr, sehr geil. Also ich bin sehr zufrieden mit der Hub. Ich denke, das wird eine richtig coole Kiste werden und ihr werdet euch hier auch sehr gut zurechtfinden und auch vor allen Dingen wohlfinden. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet bisher. Ne? Wir machen auf jeden Fall gut Fortschritt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss zusammen.